Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Serie Lichtblicke und Wegweiser. Diese Serie soll Menschen Mut machen, sie soll eine Kraftquelle sein, um den Herausforderungen im Leben einen Sinn zu geben und dass man die Kraft hat, immer wieder aufzustehen und im Leben zu bestehen. Ich habe heute einen Gast eingeladen, meine Damen und Herren, den viele von euch kennen werden. Und zwar, er kommt aus Kärnten und es ist der Lukas Müller. Der Lukas Müller ist vielen bekannt und vor 6 Jahren, lieber Lukas, bist du beim Skispringen verunglückt und seitdem sitzt du im Rollstuhl. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch, das wir jetzt führen werden. Und Lukas, wenn wir jetzt die Seite anschaut, dieses neue Leben von dir. Viele Menschen haben immer Tränen in den Augen, oft wenn sie uns sehen und ein junger Bursch und mein Gott und der Rollstuhl. Was hat in deinem neuen Leben jetzt mehr an Bedeutung gewonnen? Was hat sich verändert und was ist schön? Ja, hallo Marianne, danke für die Einladung. Sehr schön, dass ich da dabei sein darf. Ist eine sehr spannende Frage gleich zum Beginn. Wenn ich so jetzt auf diese Zeit zurückschaue, wo es jetzt 6 Jahre her ist, dann kommen schon jetzt immer wieder diese Lichtblicke heraus und wo ich dann Situationen erkenne, die mir ohne Querschnittslähmung wahrscheinlich verwehrt geblieben wären. Ich denke da zum Beispiel an die vielen Begegnungen, die ich gemacht habe mit anderen Betroffenen, mit Therapeuten, mit Ärzten. Ich habe im Endeffekt eine Welt betreten, die ich ohne Querschnittslähmung wahrscheinlich nie betreten hätte. Man, ob das jetzt so erstrebenswert war, dass man zuerst einen Unfall haben muss, um das zu erreichen, ist vielleicht ein bisschen der falsche Zugang, sondern ich sage, okay, ich habe den Unfall so oder so gehabt. Das heißt, ich sehe da das Positive daran, dass ich weiß, welche Menschen da jetzt mittlerweile Bestandteil von meinem Leben sind und mit denen ich zusammenarbeiten darf oder die ganz einfach meine Freunde sind. Dann ist es so, dass ich sicher auch einen Lichtblick so weit wahrgenommen habe, dass natürlich, wenn man jetzt auf halber Höhe sitzt, dann wird man angeschaut. Das ist so, das lässt sich nicht verleugnen, ein Rollstuhl lügt nicht. Da kann man nicht aus. Aber ich habe es ein bisschen zu meiner Aufgabe gemacht, dass ich das ein bisschen, also das ein bisschen das Gefühl vermittle, dass wenn jemand mit mir redet, dass er mit einer ganz normalen Person redet, selbst wenn der jetzt auf halber Höhe sitzt und im Rollstuhl sitzt. Und weil es geht mir darum, dass der Rollstuhl als Bestandteil schon durchaus in den Hintergrund treten darf und die Person in den Vordergrund. Und ich glaube, wenn das großteils in der Gesellschaft angekommen ist und das erreicht wird, dann haben wir eigentlich fast von alleine einen ganz großen Bestandteil zur Integration von Leuten mit Behinderungen erreicht. Natürlich wissen wir alle, dass eine gewisse Vorsicht da ist, aber diese Vorsicht ist auch da, wenn ich vielleicht jemanden kennenlerne. Natürlich, der Unterschied ist bei uns größer, aber da gehe ja ich dann ein bisschen mit einer Offenheit auf die Menschen zu und signalisiere, frag mich, was du wissen willst, ich gebe dir die Antworten, die du haben willst. Es ist keine Chance zu fragen, vor allem durchs Reden kommen die Leute zusammen und ich werde natürlich Antworten liefern. Ich glaube, dass das genau der richtige Zugang ist, um Berührungsängste auch abzubauen in der Gesellschaft, was das Thema Behinderung betrifft. Ich finde das großartig, wenn du das so ganz offen sagst, dass du sagst, Leute, frag's mich einfach, bevor es mich lang anschaut und den Gedanken macht. Es ist schon irgendwo erkennbar, dass Leute irgendwo schon ein bisschen eine Neugier haben. Ja, wie ist das? Wo sind die Einschränkungen? Was gehört da noch alles dazu? Weil, wie ich jetzt schon betont habe, ein Rollstuhl lügt nicht, aber was gehört noch alles dazu? Es weiß niemand, kaum jemand, dass ich von Brust abwärts keine Temperatur habe. Ob ich mir da jetzt eine Suppe drüber leere oder einen Eiswürfel drauf halte, fühlt sich für mich gleich an. Irgendwann rebelliert halt der Fuß, weil das doch nicht so gesund ist. Aber ich nehme es nicht als Verbrennung oder als Erfrierung wahr. Zum Beispiel auch so. Oder alles das, was im Bad passiert, alles, was mit Stoffwechsel, Chlorin und so weiter zu tun hat, das sind Dinge, die sind natürlich nicht angenehm. Aber sie können halt trotzdem aufs Tapet gebracht, weil es irgendwo zu Menschsein dazugehört, aber ich meine, vielleicht nicht so gern drüber redet. Und
Natürlich lernt man das auch in der Rehabilitation mit solchen Sachen dann klarzukommen, umzugehen. Sich selber eigentlich lernt man neu kennen, vor allem in solchen Dingen. Und es ist aber mir schon auch irgendwo ein Anliegen, dass auch jede Person das irgendwann auch ein bisschen in den Hinterkopf kriegt, weil jede Person mit Querschnittslähmung hat da ihre Probleme. Einfach weil es die Anatomie so vorgegeben hat. Lukas, tauchen wir nochmal ein in die Zeit, wo das Unglück passiert ist. Es war unbeschreiblich. Du hast mir erzählt, dass du in der Luft schon gespürt hast, jetzt wird sich mein komplettes Leben verändern. Wie ist das passiert? Das war bei der Skiflug-WM 2016 am zweiten Tag. Ich war damals Vorspringer und die Vorspringer haben die Aufgabe, dass sie die Chancen einspringen, alles testen, auch, dass die Wettkampfspringer eigentlich so gut als möglich präparierte Chancen und alles, was zur Infrastruktur dazugehört, vorfinden. Und im ersten Durchgang ist ein Kollege von mir fast 230 Meter gekupft und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, dass man der 30 Meter abnimmt, weil genau die 200 Meter Linie erwischt. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, ich muss da weiter runter segeln. Und vor dann beim zweiten Flug fahre ich oben weg und denke mir im Radius, fühlt sich gut an, der geht sicher voll dahin. Spring raus, merke, wie es mich aufhebt, weil wir haben grundsätzlich trotz Schneefall sehr gute Verhältnisse gehabt. Und dann hebt es mich richtig aus und denke mir, passt, geht dahin. Und genau wie ich dann oben am höchsten Punkt vom Vorbau bin, merke ich, ich schlupfe aus dem linken Schuh raus. Grundsätzlich etwas, was man in einer Luftfahrt besser nicht tun sollte, beziehungsweise was nicht passieren sollte. Ist aber eben passiert und ich wollte im ersten Moment wollte ich den Sprung nicht abbrechen, weil ich gedacht habe, das gibt's nicht, ich mag jetzt nicht abbrechen, ich will einfach den fertig fliegen. Und habe aber dann irgendwann keine Chance mehr gehabt, weil ich wirklich komplett aus dem Schuh rausgeschlupft bin und dann die Lasche vom Anzug, die unterhalb des Schuhs eingespannt war, die einzige Verbindung von mir zum Sprungski war. Das heißt, was passiert dann? Der Sprungski kommt da her, war da neben mein Ohr. Dann habe ich mich entschieden, nachdem ich nicht ganz gewusst habe, soll ich den Ski jetzt wegdrücken selbst oder soll ich mir im Rücken drin lassen, habe ich mir gedacht, okay, ich schütze Hüfte, Bauch, Organe, Gesicht, Hüfte und Füße auf der Vorderseite und lasse mich auf den Rücken drehen. Jetzt war es aber eben so, dass der Sprung sehr gut war, ich im Steilen gestürzt bin und zwar rücklings mit dem Rücken zum Tal, aufgeschlagen am Steißbein und dann durch diese Peitschenbewegung hat es mir dann eben als letztes Glied in der Kette das Genick gebrochen. Also es sind dann schon ein paar Dinge zusammengekommen, dass das wirklich dann sich so zugetragen hat. Und dieser letzte Moment, wo ich dann schon mit dem Kopf Richtung Schanzentisch schaue, wo ich herkommen bin, das ist tatsächlich so wie in einem Film, das vergeht in Zeitlupe und du weißt ganz genau, gleich macht es einen Duscher. Und dann hat es den Duscher gemacht und ich habe sofort gewusst, zu 98% ist das, wonach es sich anfühlt, und zwar Querschnittslähmung. Ohne, dass ich irgendwie vorher mit Querschnittslähmung was zu tun gehabt habe. Wenn du das jetzt nach 6 Jahren so erzählst, gell? Also du hast das schon 100 Mal Medien erzählt und Menschen, die da interessiert waren. Was war die traurigste und schlimmste Stunde in deinem Leben in diesem Zusammenhang? Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich selbst nach so langer Zeit Fragen gestellt kriege, die ich noch nie gestellt kriege habe. Also sehr spannend, das muss ich auch jetzt ein bisschen überlegen. Ich würd nicht sagen, dass es Stunden sind oder dass es eine Stunde gibt, aber es gibt sicher einen Moment, der tatsächlich sehr traurig war. Und zwar nach der Operation, wo ich aus dem Tiefschlaf geholt worden bin und wo ich dann nach Ausführungen des Doktors, was er gemacht hat in mein Hals, dann ihn unterbrochen habe, gefragt habe, okay, aber das ist schon eine Querschnittslähmung, oder? Und der hat es mir dann bestätigt. Und dann denke ich mir, Scheiße, wollte eigentlich nicht die Bestätigung haben. Und da sind wir dann halt tatsächlich Tränen in die Augen geschossen, weil das ist dann auch für jemanden, der halbwegs geerdet ist, ist das da nicht so einfach zu verdauen. Und er hat aber sehr, sehr, sehr was Kluges gemacht und hat sofort weitergeredet und gesagt, ja. Und sagt dann zu mir, du musst dir eins vorstellen, du hast einen funktionierenden Kopf und nur halbwegs funktionierende Hände. Und allein mit diesen zwei Komponenten kann man halbwegs normal leben. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze, die ich bis heute auch immer noch gehört habe, wo er ja, zu 1000% recht gehabt hat. Weil das war tatsächlich mein Startkapital. Sprich, das ist eigentlich die Stunde Null nach meinem zweiten Geburtstag. So muss man das eigentlich sagen, weil Genickbrüche habe ich vorher für tödlich gehalten. Wollte zwar nicht selber drauf kommen, aber ich bin froh, dass sie nicht tödlich sind. Und von diesen
Nullpunkt an, habe ich mich, glaube ich, bis heute halbwegs gut entwickelt. Also bin nicht so ganz unzufrieden. Aber in der Zeit, Lukas, hast du dich sicher oft sehr, sehr hilflos gefühlt und warst sicher extrem auf Hilfe auch angewiesen. Wie geht man da um, wenn man zuerst ein Spitzensportler ist und unterstützt wird von den Trainern, von den Masseuren und plötzlich braucht man auf einer anderen Art und Weise in seiner Hilflosigkeit Hilfe? Ich bin als jemand erzogen worden, beziehungsweise ich habe einen Weg gewählt, bewusst, der mich relativ früh sehr selbstständig gemacht hat. Ich war in Stams in einer Internatsschule und das war mir eigentlich damals sehr recht weit weg von der Mama, die hat dann nicht mehr so viel auf mich schauen können. Und habe aber dann auch natürlich lernen müssen, dass ich mir das alles halt selber ein bisschen einteile und mir das Ganze durchstrukturiere. Aber was war das zum Beispiel? Wo hast du Hilfe gebraucht? Damals war es so, dass wir durchstrukturierte Tage gehabt haben. Und mit dem Moment, wo ich dann halt wirklich die Querschnittslähmung erleide, bist du von da an auf die nächsten Sekunde ein kompletter Pflegefall. Das ist eigentlich so elementar, die Ausfälle, dass man froh sein muss, wenn ich noch selber reden kann. Selber reden, selber atmen, selber schlucken. Weil beim klassischen Genickbruch steht man nicht nur deshalb, weil man sich das Genick bricht, sondern weil man daran erstickt. Man kann einfach nicht mehr atmen, weil einfach die Lähmung eben da auf, glaube ich, auf Ohrhöhe ist. Wenn man sich C0 oder C1, also den ersten Halswirbel oder oberhalb davon bricht, dann fallen einfach die elementarsten Körperfunktionen aus. Und bei mir war es eben der 6. und 7. Halswirbel. Und ich wollte dann zum Beispiel auch nicht selber essen können. Ich kann mich erinnern, ich habe das probiert und habe dann damals mit der linken Hand, weil die rechte gerade anfangs noch schwächer war, aber ich Suppe probiert löffeln, habe es in Richtung Gesicht manövriert und dann ist es zum Zittern angefangen und habe es abgeklärt. Nicht zusammengebracht. Das heißt, man sieht an der Situation zwar sehr schöne Dinge. Es gibt Momente im Leben, da bist du auf andere Hilfe angewiesen, ob du willst oder nicht. Und diese Entscheidung ist alternativlos. Das heißt, du musst es zulassen, ob du willst oder nicht. Und da ist es halt doch gescheiter, du willst es zulassen, beziehungsweise du lässt es vielleicht über die ergehen, auch wenn es da vielleicht gerade nicht so reinpasst. Aber du hast keine andere Möglichkeit, du hast keine Alternative. Ja, Alternative ist verhungern und der ist nie gut. Und auf der anderen Seite hat es aber schon gezeigt, dass ich so früh das selber versucht habe, das halt damals daneben gegangen ist, den Drang zur Selbstständigkeit. Ich habe gewusst, ich bin ein Pflegefall und ich brauche bei allem, was nur irgendwie ich mache, brauche ich Hilfe. Ob das jetzt irgendwo Stefan Graf zur Medaille gratulieren war oder das, dass ich irgendwie vielleicht was essen wollte oder was mit dem Stoffwechsel zum Tun gehabt hat. In allem, wo ich irgendwo interagiert habe mit der Umgebung oder mit den anderen Leuten, habe ich jemanden anderen dazu gebraucht. Keine Chance. Und das war aber irgendwo der Startschuss, dass ich gewusst habe, so nach Möglichkeit, wenn es besser werden sollte, so soll es nicht bleiben. Das heißt, der Drang, Dinge wieder selber zu erlernen, machen zu können, war eigentlich von der ersten Sekunde wieder da. Das war dann in dem Fall eine ganz andere sportliche Leistung, die ums Leben gegangen ist, ums eigene nackte Leben wieder Aufwind zu kriegen. Dass man vieles wieder selber lernt, dass man selbstständig ist, so gut es geht. Aber auch das anerkennt, dass der Mensch allein gar nichts kann, dass er angewiesen ist auf andere Menschen und dass man das einfach sich auch eingestehen soll. Ja, es gibt Situationen, da hast du keine andere Option. Und das bedeutet aber nicht, dass diese Situation jetzt permanent ist. Ja. Bei mir war es temporär, Gott sei Dank. Es gibt natürlich Fälle, die halt ein Leben lang eine Pflegehilfe brauchen und selbst die schaffen es, einen Grad an Eigenständigkeit zu erreichen, wo ich dann selber fasziniert bin, was alles funktioniert. Ich meine, wir haben vorher über deine eigenen Hände geredet, wie du sensationell mit dem Handy umgehst. Das ist für mich ein Wahnsinn. Also ich ärgere mich manchmal, weil ich da meine Finger nicht ausstrecken kann. Und du wischst du mal rum und Gott nicht, dass du so ein Foto machst. Also das ist schon eigentlich das, was dann mich wieder begeistert, wenn Leute, wo ich glaube, dass sie durchaus schwerer betroffen sind als ich, dann sagen, hey, es geht trotzdem. Man muss vielleicht ein paar Dinge machen, die unkonventionell sind, aber
es lässt sich trotzdem leben. Und letztendlich geht es immer darum, für sich einen Weg zu finden, wo man dann die Dinge erreicht, die man grundsätzlich vorhat. Und wenn das eine Nachricht zurückschreiben ist, so hat es bei mir auch mal begonnen. Ich weiß, mein erstes Selfie aus der Intensivstation habe ich vierhändig gemacht. Die damalige Freundin hat mir das Handy gehalten, ich hab irgendwie die eine Hand da herge. Nein, die eine Hand habe ich so mit dem Daumen, habe ich den Daumen nach oben gezeigt. Und die andere habe ich, also mit dem Daumen habe ich so ausgelöst. Das weiß ich heute noch, das Foto gibt es ja noch. Was für ein großes Erfolgserlebnis. Ja, das ist elementar. Ja. Ein gesunder denkt nicht drüber nach. Für mich war es letztendlich das Gratulationsfoto an Krafti, dass ich sage, hey, mir hat es zwar auf die Goschen gehauen, aber gratuliere zur Medaille. Schön. Und einen Tag später hat er mir eine gute Besserung durch die OF-Kamera durchgesagt, wo sie im Team noch einmal Bronze geholt haben. Und das sind dann so Momente, da zählst deine Enkel nur davon. Weiß er das, dass das dein größtes Erfolgserlebnis, das erste war, ihm zu schreiben und ihm zu gratulieren? Ich glaube, wir haben einmal drüber geredet, weil ich dann gesagt habe, du bist ein geiler Hund, weil er hat so viele Gratulationen gekriegt und er hat, glaube ich, nur damals der Freundin geschrieben und mir. Und ich habe dann gedacht, wow. Natürlich. Also, ich meine, klar, wenn du mit jemandem aufwachst, dann hast du schon eine richtig lange Zeit sehr viel zusammen erlebt. Aber dann so einen Moment zu teilen, und der hat das irgendwie, im Interview hat er das damals gesagt, dass er gespürt, dass ich vielleicht irgendwo zuschaue. Und dann habe ich selber grinsen müssen, weil er damit recht gehabt hat. Ich meine, was Schönes kann da in der Hinsicht kaum passieren. Und ich glaube, in einer schwierigen Situation trotzdem lachen zu können, das tut der Gesundheit auch was ganz was Gutes. Ja, der Seele, gell? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was gerade in der Zeit jetzt nicht so unwichtig ist. Ja, deshalb bin ich ja sehr dankbar, dass du heute mein Gast bist, weil einfach gerade in Zeiten wie diesen, Lukas, wo die Menschen Angst haben, wo sie verzweifeln, weil sie einfach Angst haben, das Leben, das, was sie haben, einfach zu verlieren, aufgrund der Wirtschaftskrise oder auch gesundheitlich. Was sagst du diesen Menschen? Wenn ich so selber darüber nachdenke, wie ich jetzt bisher damit umgegangen bin, dann glaube ich, war das ein Zugang, der relativ logisch, pragmatisch ist. Es gibt natürlich andere Zugänge und ich verurteile grundsätzlich keinen. Aber ich meine, ich bin in einer Situation, die kann ich laut jetzigem Stand der Wissenschaft einfach nicht ändern. Das heißt, wenn ich es nicht ändern kann, muss ich mich damit abfinden. Ich kann natürlich jeden Tag den Rollstuhl stellvertretend für die Querschnittslähmung bekämpfen. Aber was bringt es mir? Und das ist ja genau das, was in der Zeit wahrscheinlich vielleicht den einen oder anderen irgendwo ein bisschen helfen kann, wenn man einen Gegner hat, wer das dann letztendlich immer ist, wo der Handlungsspielraum sehr klein ist. Weil man, glaube ich, alles, was das, was uns alle vereint, ist, dass wir aus der Zeit raus wollen, dass wir die hinter uns lassen wollen. Die Zugänge sind natürlich komplett verschieden teilweise. Und mein Zugang war aber der, dass ich mir denke, ja gut, ich tue das, weil ich es selber so gelernt habe. Ich tue das, was man von mir verlangen kann, und dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe gelernt, als Sportler, wenn ich erfolgreich sein will, dann tue ich alles, was irgendwo in meiner Macht steht, dazu, dass ich zum Erfolg komme, auch wenn es vielleicht letztendlich gar nicht erfolgreich ist. Aber ich habe dann auch einen Vorteil. Ich muss mir weder von mir selber noch von jemand anderen vorwerfen lassen, nicht alles dafür getan zu haben. Selbst wenn ich dafür ein bisschen ein Risiko eingehen muss, dass ich mich, in eine Gefahr begibt, dass es vielleicht umsonst ist, dass ich vielleicht mich aus meiner Komfortzone ein bisschen ausbewegen muss. Wenn ich freikriege von einem Trainer und unten weiß ich, dass es windet, dann fahre ich trotzdem los und springe auf Sieg, auf Chancenrekord, was auch immer. Weil ich nie weiß, ob es nicht bessere Entscheidung war, als was ich vielleicht der Situation zutraue. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz die Zeit so betrachten, wie sie momentan ist, Distanz, nachher werden die Lokale zugesperrt, viele junge Menschen, die können mit der Zeit wirklich schwer umgehen, viele Menschen haben Depressionen. Was sagen wir ihnen, wo man wirklich dann auch vielleicht wem helfen kann mit unserer Botschaft? Die Querschnittslähmung hat mir eins gelernt und ich habe das vorher schon aus dem Sport ein bisschen gekannt. Wenn man sich ein bisschen bemüht, ist fast, glaube ich, das falsche Wort. Wenn man ein bisschen darauf schaut, ganz kleine Dinge zu schätzen. Und wenn sie noch so klein sein, dann wird es letzten Endes irgendwann zu viel mehr Zufriedenheit führen. Warum?
es hat bei mir auch damals genauso begonnen. Ich bin im Krankenhaus gelegen, schaue auf meine Füße, da hat sich wochenlang nichts getan. Und irgendwann denke ich mir, hey hoppala, da hat sich ein Muskel geregt, was vielleicht sein kann, dass ich selber dafür verantwortlich bin. Physio geholt, mir das bestätigen lassen und mir gedacht, passt, geil, es ist jetzt wahrscheinlich alles möglich. Und wenn es halt eine Eintagsfliege war, dann war es halt zumindest eine schöne Eintagsfliege, weil ich habe was gemacht, was ich vorher definitiv noch nie gemacht habe. Und diese kleinen Dinge zu schätzen, dass wir halt uns jetzt doch in einer Zeit befinden, die wir weder wollen, die für alle von uns so nicht bekannt war, wo man natürlich bis zu einem gewissen Grad schon auch vielleicht einmal eingesperrt waren oder uns zumindest so gefühlt haben. Klar, jeder von uns geht irgendwann einmal durch ein Tal durch, aber nach jedem Regen kommt Sonne, nach jedem Tal kommt da wieder mal ein Berg, wo du dann irgendwann einmal wieder oben stehen wirst und denken wirst, geil, was ich jetzt hinter mir gelassen habe. Ich meine, klar, du hast mich gefragt, etwas zu sagen, was nicht abgedroschen klingt, aber man muss in der Hinsicht ein bisschen mit Metaphern arbeiten. Und diese Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, die man dann schätzt, und wo man sich dann ein bisschen Zufriedenheit rausholt, ich glaube, dass das schon etwas sein kann, was das Grundzufriedenheitslevel in der gesamten Gesellschaft einfach steigert. Ja, es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es ist etwas, was mich zufrieden macht. Und die Tatsache, dass mich etwas zufrieden macht, ob das jetzt ein Weltcup-Sieg ist oder ob das einfach nur im Training ein guter Sprung war, ist letztendlich wurscht, weil ich habe mich baden erfreut. Oder ob du wieder selber die Nase kratzen kannst. Oder? Das ist ein richtig. Riesenfreiheit und eine Zufriedenheit. Mhm. Lukas, die jungen Leute, gell? Also man liest, dass halt gerade die jungen Leute so arm sein in Zeiten wie diesen. Sie können nirgends hingehen, sie können sich nicht treffen. Sie seien einfach angekettet mit dem Corona. Findest du das auch, dass die arm sein, die jungen Leute? Es ist für niemanden lustig. Also ich will da jetzt niemanden besonders jetzt hervorheben, weil, glaube ich, für jeden Einzelnen das mehr oder weniger schlimm ist. Man kann die Jungen genauso hervorheben, wie vielleicht die Senioren, die Älteren, die was irgendwo dann vielleicht auch sich genauso allein fühlen. Man kann aber dann auch wieder das Hauptaugenmerk auf die Kinder legen, die eine gewisse Bewegungsschule nicht durchmachen können, einfach weil es gerade nicht erlaubt ist, beziehungsweise ja, man den Zugang vielleicht auch nicht hat. Ich würde jetzt niemanden jetzt schlechter oder besser stellen. Ich glaube nur, dass man schon irgendwo hoffentlich uns als Gesellschaft so weit zusammenrucken können, auch wenn wir dafür Kompromisse eingehen müssen. Und Kompromisse sind nie lustig. Das heißt, weil das heißt immer, ich muss mich von einer Position bewegen in eine Richtung, die mir vielleicht nicht so behagt. Aber wenn wir Dinge finden, wo vielleicht ein Großteil, müssen vielleicht gar nicht alle sein, aber dass ein Großteil damit leben kann, dann haben wir, glaube ich, als Gesellschaft einen Schritt gemacht, der uns wieder zu besseren Zeiten bringt, egal wie es da draußen dann vielleicht tatsächlich ausschaut. Stichwort zum Abschluss, was du jetzt gerade gesagt hast, zusammenrucken. Zusammenhalten, aufeinander schauen und einfach auch Verständnis entwickeln, wenn der andere eine andere Meinung hat wie der andere, einfach sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Ich glaube, dass das schon eine ganz wichtige Botschaft ist in Zeiten wie diesen und auch, wie gesagt, auf die Schwächeren in der Gesellschaft zu schauen, die dringend Hilfe brauchen. Und ich sage immer, bei den jungen Menschen, da ist noch so viel Kraft und Saft da und jeder Mensch sollte einem Leben was zurückgeben und ist gefordert. Vor allem auch deshalb, ich mache das ja, ja selber auch. Also ich war anderen Kollegen, die Querschnittslähmung haben, schon geholfen. Und dieses Zurückgeben, das gibt dann manchmal fast noch mehr, als wenn man selber was kriegt. Und ich glaube auch, dass das Zusammenhalten keine Frage des Abstands ist. Ich kann auch was für jemanden tun, der vielleicht gar nicht vor mir ist. Und wenn es nur das ist, dass ich dem vielleicht nicht in einer Weise dagegen rät, wo er sich vielleicht gekränkt fühlt, sondern einfach, dass ich vielleicht sage, ja, keine Ahnung, ich sehe es schon anders, aber das heißt nicht, dass ich mit dir auf einer anderen Ebene nicht trotzdem auskommen kann. Ja. Und das sind dann, glaube ich, so Dinge, wenn man doch den einen oder anderen Kompromiss eingeht, glaube ich, tut man sich dann schon ein bisschen einfacher, dass sich die gesamte Gesellschaft eben auch weiterentwickelt. Und es kann sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, dass mir jetzt ein bisschen
glaube ich, sogar vor dieser Situation stehen. Ich denke da halbwegs positiv. Sehr schön. Da wird sich sicher einiges bewegen in der nächsten Zeit. Du als besonderer Botschafter, sage ich jetzt einmal, für das Leben. Du wirst sicher noch von dir hören lassen, mit positiven Geschichten, mit mutmachenden Botschaften. Und ich könnte mir vorstellen, dass du ein großes Vorbild bist, auch für junge Menschen, und ihnen einfach sagst, es muss nicht immer die Sonne scheinen, sondern wenn man Herausforderungen annimmt und kämpft und sich nicht unterkriegen lässt und einfach auch auf Menschen schaut, dann haben wir wieder eine schöne Welt, oder? Für einen Regenbogen braucht es beides, Regen und Sonne. Das heißt, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Eine Entwicklung findet auch immer nur dann statt, wenn ich irgendwann einmal auch nicht drüber kriege und dann weiß, wie ich es vielleicht besser mache oder eben nicht machen sollte. Und das ist aber irgendwo das Schöne, weil wir uns dann alle irgendwo weiterentwickeln, und wenn wir uns alle als Gesellschaft weiterentwickeln, haben wir, glaube ich, echt sehr viel erreicht, was vielleicht jetzt in der letzten Zeit nicht ganz so einfach war. Und da braucht es eben auch manchmal auch die Schattenseiten dazu. Das Schönste, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, für einen Regenbogen, meine Damen und Herren, braucht Sonne und Regen. Lieber Lukas, das hast du höchstpersönlich erlebt und du weißt, von was du sprichst. Für deine Kraftquelle, die du jetzt fließen lassen hast, für diese Menschen, die das jetzt einfach brauchen, die Seelennahrung brauchen. Im Namen dieser Menschen möchte ich mich jetzt bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Dankeschön. Und strahl weiterhin so eine positive Energie aus. Ich glaube einfach, genau jetzt in Zeiten wie diesen braucht es solche Botschafter wie dich. Man tut, was man kann. Also sehr schön, wenn man so ein Feedback kriegt. Für mich ist das eigentlich, ja, eigentlich normal geworden. Ich bin eigentlich fast immer so, wenn, ich meine, war mal einen schlechten Tag, aber da gebe ich meistens keine Interviews. Aber ja, es ist für mich normal geworden, weil wenn ich anders tun würde, dann wäre ich wahrscheinlich ein anderer Mensch. Und das, glaube ich, war gar nicht dann so cool, wie es vielleicht jetzt ist. Meine Damen und Herren, es war wieder ein tiefgehendes Gespräch. Den Regenbogen betrachten, zusammenhalten, aufeinander schauen und einfach positiv in die Zukunft schauen und schöne Spuren hinterlassen, auch in Zeiten wie diesen. Auf Wiedersehen.